Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir haben in der letzten Folge das Finale abgeschlossen und wollen nun in die geheime Welt 9 gehen. Ab geht's! Die Welt mit der besten Oberweltmusik aus der Reihe in meinen Augen. Jedes dieser Level hat eine bestimmte Anforderung. Alle Starcoins in Welt 1, alle in Welt 2, alle in 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dafür haben wir die Dinger ganze Zeit gesammelt. Und jetzt geht's los. 9-1. Diese Welt hat einige ziemlich knackige Level, auch wenn ich mich nicht mehr an alle erinnere. That was close. So, wir beginnen gleich. Ihr seht, das ist nicht zwingend, das Level-Thema auch zur Welt passt, aus der die Starcoins stammen. Weil das hier ist nicht das krasseste Gras-Level, würde ich behaupten. Eigentlich schade, ich mag da was. So, wo ist denn die erste Starcoin? Weil Starcoin gibt's hier auch. Und da war die erste. Stimmt, soweit ich weiß, gibt es in dieser Welt allgemein keine Checkpoints. Finde ich das gut? Nein! Muss ich's trotzdem machen? Ja! So, zweite Starcoin. Gerade in so einem Level ist das natürlich wunderschön, wenn man hier mit einem falschen Sprung halt schnell tot ist. Genau das brauche ich noch. Als ob die jetzt noch Feuerpiranhas einbauen. Ist es nicht freundlich? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst. Obwohl, okay, das sah so aus, als wäre am Ende von dieser Treppe hier das Ziel, deshalb. Ja, scheiße. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wie wurde ich nicht gehittet? Wer bin ich? What the fuck? Und, ist hier das Ziel? Ich meine, ich würde ins Ziel reingehen. Einfach damit ich, die Starcoins schon mal gesaved habe. Aber, Tatsache, wo zum Fick war die dritte? Wo war die dritte Starcoin? Es ist wieder ein schöner Beginn. Ich google. Und da im letzten Level. So, Sekunde. Google läuft. So, YouTube, start bitte. Wo ist die Nummer 3? An der Stelle sollte man schon alle... Okay, irgendwo in der Röhre. Irgendwo in der Röhre anscheinend. Willst du mich flachsen? Ist das dein Ernst? Also komm, das ist jetzt wirklich ein Joke, dieses Placement. Das ist willkürlich.
paar der Leben, die wir in der letzten Folge unnötig verloren haben, wieder aufholen. Alter, dieses Starcoin fuckt mich gerade einfach ab. Das ist... Jetzt mal for real. Normalerweise, wenn die in irgendwelchen Röhren sind, gibt's irgendwelche Hinweise. Aber hier ist das halt komplett willkürlich. So 100% Bullshit. Gott, das triggert. Ja, gehen wir ein bisschen weiter. So, machen wir die beiden weg. Ich meine, erkennt man doch eindeutig, dass diese Röhre sich hier hervorhebt von allen anderen in diesem Level. Echt jetzt, Alter. Das, oh mein Gott, was? Ey, das ist mies. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die bekomme. Trotzdem, Alter. In welcher Welt soll man wissen, dass man in die Röhre rein muss? Der Walljump war wichtig. Und ins Ziel. Okay, im Prinzip lief das Level ganz gut, dass wir die dritte Starcoin erst übersehen haben. Dieses, ach, wirklich, einfach ekliges Placement. Ich verstehe halt nicht, wieso gerade diese eine Röhre. Oh mein Gott, was? Das ist Level 2. Ich dachte, auf den Scheiß müsste ich im Level 4 gefasst sein. Okay, wobei ich sagen muss, es sieht zwar trash aus und ich verstehe auch, wenn man das Level scheiße findet, aber ich mag's tatsächlich. Oh, der Aimbot. Ich will ganz auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass das da aus irgendeinem Grund eine Ranke ist. Nope. Knapp daneben, schade. Aber das ist, denke ich, ein recht offensichtliches Secret. Oh, das ist ekelhaft. Okay, aber wenn man einfach hier irgendwie ein bisschen sich bewegt, dann ist das kein großes Problem. So, wenn ich jetzt den Aimbot des Jahres habe, schaffe ich einen Double Kill. Ah, hier muss man sogar übers Wasser. Eklige Stelle. Und hier ist keine Starcoin for real. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da unten hin sollte. Man sieht da halt keine Starcoin. Aber heißt das was? Die Stelle ist auch ekelhaft. Ah, scheiße. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Oder ich bin einfach ein guter Spieler. Ich brauche noch einen zweiten.
Damit haben wir alle drei Starcoins. Sehr schön. Ich bin so frei zu behaupten, dass das eine sehr stabile Performance war. Das Level haben wir mit irgendwie einem Gegentreffer im First Try oder zwei Gegentreffer waren's. Alle drei Starcoins. Sehr gut. Level 3. Die schlimmsten sind, soweit ich weiß, 5 oder 6, weiß ich nicht mehr, welches ist. Und 7. Oh Gott, das hier, das habe ich vergessen. Ich habe vergessen, dass das Level hier existiert. Und es ist schlimm. Irgendwo hier unten. Irgendwo war eine Röhre, weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich werde so sterben. Wow, das ist jetzt nicht einfach die Röhre da hinten, oder? Oh mein Gott, ihr seht, denke ich, warum dieses Level Abfall ist. Kugelvilier-Spamme ist ja schon ein Ding, aber wenn die Dinger dann noch zielsuchend sind. Und ich riech schon, dass ich eine Starcoin verpassen werde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine in dem Level auch asozial war. Ich versuche mal ein bisschen Tempo zu machen. Ja, wow. Ich dachte, das wäre schwerer zu sehen gewesen. Oh nein. Ich glaube, die Route. Geschafft. Ja, und das halt ohne Checkpoint. Es ist so ekelhaft. Ah, wait. Sicher gehen. Ich hab irgendwie im Kopf, dass die Röhre einen an der zweiten Starcoin vorbeilotst. Obwohl, nee. Hier ist er. Wie unfassbar dreckig. Wie kommt man da dran? Oh mein Gott. Was für ein Psychopath muss man sein? Junge! Und dann die Starcoin. What the fuck? Ja, aber deswegen habe ich mich auch erinnert, dass man hier gut und gerne Starcoin verpasst. Ja, jetzt wird's lustig. Wobei ich sagen muss, jeweils ein großer Zielsuchender, der nicht mal nach vorne, hinten Richtung wechseln kann, ist im Vergleich zu dem anderen Scheiß echt angenehm. Es können doch mehrere kommen. Aber trotzdem. Okay, jetzt eskaliert's. Und wir haben verloren. Geil, was eine tolle Stelle. What the fuck? War diese Plattform extra so abgetimt, dass man das nicht schafft? Oder ist klar, wenn wir jetzt entweder bei der ersten oder zweiten Starcoin das Zeitlimit nicht erreichen, dann müssen wir nochmal alles von vorne machen. Digga, was für ein Bullshit. Oder wenn wir nach der dritten nochmal sterben. Das Ding wollte ich nicht mitnehmen. Ja, sicher bleibt der scheiß Paracooper am Trampolin hängen. Ja, wir haben verloren. Punkt. Mit nur klein. Das schafft man nicht. Ab
Apropos, das schafft man nicht. Ich glaube, wir haben verloren. Nee, haben's am Ende noch gut hingekriegt. Trotzdem, Alter. Das ist ekelhaft, dieses Level. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob zweit- oder drittschwerstes im Spiel. Es ist definitiv nerviger als das, was ich gerade überlege. Also, was das Schwerste ist, ist für mich keine Frage. Aber Platz 2 ist weniger nervig. Aber vielleicht ein bisschen schwieriger. Hier ist halt gerade das Starcoin-Placement wirklich ekelhaft. Ich bin froh, dass ich das früh gesehen habe. Mit der Röhre da oben. Geil! Geil! Dankeschön! Wir dürfen das Level wiederholen! Weil dieses Spiel einfach geil ist! Ja, der P-Switch wird nicht respawnen. Das sehe ich. Das rieche ich schon. Wir dürfen das ganze scheiß Level wiederholen. Was soll das? Das ist kein gutes Game Design. Junge. Ich hab's ja auch gecallt. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal vielleicht zumindest die erste und dritte dann schon safe zu haben, aber... Gott, ey, das ist so dumm. Warum muss man denn diese Starcoin noch... Die übersieht man doch sowieso schon so einfach. Kommt hier noch ein Kugelbilly, maybe? Danke. Und da ist das Ziel. Es ist halt so unnötig. Wir hätten den Scheiß hinter uns haben können. Aber das Spiel hat einfach Bock auf so geile Starcoins. Ich hatte überlegt, ob ich heute mehr mache, aber ich mache die erste Hälfte der Welt heute. Das muss reichen. Zweite wird wahrscheinlich auch noch länger dauern, auch wenn ich im Kopf habe, dass Level 5 und 8 relativ machbar sind. Dafür sind 6 und 7 halt die schwersten im Game. Außer ich verwechsel gerade 5 und 6. Aber dann ist eben 6 recht entspannt. 7 ist auf jeden Fall das Schwierigste. So, das haben wir bis hierhin, denke ich, ganz gut gemacht. Jetzt wäre es ganz schön, wenn wir nicht nochmal hier verlieren. Das Zeitlimit ist halt auch mega close. Man darf sich da nichts erlauben. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Stelle muss man wirklich Tempo machen. Weil sobald viele von den riesen Kugelwillis auf einmal kommen, hat man ein Problem. Solange wenig los ist, ist es entspannt. Ihr seht ja, ich kann die im Prinzip großteils ignorieren. Okay, der war jetzt relativ mies gesetzt, aber das reicht dann auch, das war's. Ja, man kann hier natürlich noch die Dinger nutzen, um an die Zielspitze zu kommen. Übrigens, okay, ich dachte, die tauen direkt wieder auf, wollte ich gerade noch zeigen. So, wieder auf 99 Leben. Jo, dass wir die zweite nicht bekommen haben in dem Run gerade, ist halt echt unnötig, aber zumindest haben wir es jetzt. Dann 9-4, was war das? Oh nein! Das nächste Ekelhafte, dessen Existenz ich komplett verdrängt hatte.
denke, ihr seht bereits teilweise, wo hier ein Problem liegen könnte. Es ist einfach wieder mal kein Level, bei dem man irgendwie Spaß haben soll. Wie komme ich da hinten hoch? Ja, okay, im Prinzip easy. Aber wenn die mir jetzt sagen wollen, ich brauche den Powerblock später, dann können sie mich mal. Weil das geht nicht. Dann könnte man halt tatsächlich die erste und zweite Starcoin nicht gleichzeitig bekommen. Oh, ich rieche schon, was jetzt kommt. So, ich dachte eigentlich, die beeinflussen das Gewicht auch, aber nee. Ja, okay, indirekt. Wieso? Wieso fällst du da runter? Ich hab komplett nach rechts gedriftet. Dass es ein Scrolling-Level ist, macht das hier halt noch schlimmer. Jetzt müssen wir wieder irgendwie 2,5 Minuten bis zu dieser Stelle spielen. Um dann zu hoffen, dass wir... Geil, zum Glück habe ich mir den Pilz genommen. Um dann zu hoffen, dass wir diesmal eine Chance haben. Gott, ist das nie... Vor allem, wie wollen wir das hier jetzt effektiv machen? Die Eisblume ist ja eigentlich ein Hardcare. Ah, gut, dass ich den werfe, aber er am ersten fucking Bob-Bomb kaputt geht. Damit ich wieder ohne Item dastehe. Es ist so ein Dreckslevel schon wieder. Ja, der Sinn von dem Powerblock ist aber offensichtlich wirklich. Ich hab gehofft, ich krieg auch noch die andere Feuerplant damit. So, wieder hier. Und das dauert halt wirklich noch lang, bis man hier ist. Das ist so... Das ist ein Dreck. So, den campen wir einfach. Genau das. Diesmal haben wir die Starcoin. Okay, die Plattformen sind wirklich komplett unabhängig. Halt, sobald zwei irgendwelche Entities drauf sind, fahren sie runter. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ich das Scheißteil nicht gleich brauche. Also wenn ich das Scheißteil brauche, gehe ich streiten. Ich habe den Button nicht losgelassen. Nee, eine Eisblume brauche ich. Digga, war diese letzte Stelle nochmal anspannend. Zeitdruck auch noch, yay. Tschüss, weg hier und nie wieder rein. Oh mein Gott, was ist diese Welt? Und irgendwie, fuck it, volle Dröhnung, fuck it. Eigentlich brauche ich eine Pause, aber wir gönnen uns hier... Aha, Level 6 ist das schwerer. Das hier ist... Ja, kann nerven, aber das war's im Prinzip auch.
sollte in der Regel keine zu großen Probleme verursachen. Auch wenn ich irgendwie im Kopf habe, dass mal wieder die letzte Starcoin Trash ist. Ah, danke. So. Da ist die zweite. Gutes Timing für mich. Sehr schön. Jawohl, jetzt sind die da auch oben. Literally, ich hätte die Plattform nicht aktivieren sollen. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ich brauche einen Pinguinanzug für die letzte. Das ist das Problem. Der da hat einen Block dabei. Ihr seht's. Die großen Einfrieren bringt nicht viel, weil die tauen in einer gefühlten Sekunde wieder auf. Wait, die kleinen tauen schneller auf? Alles klar. Und wir sind durch, jawohl. Wir sind mit allen drei Starcoins durch. Also so ziemlich. Jetzt. Sehr schön. Ja, aber wenn ich volle Dröhnung sage, dann meine ich auch wirklich volle Dröhnung. Wir spielen noch weiter. Die Zeit ist theoretisch noch. Ja. Ich hatte schon überlegt, ob ich die ganze Welt in einen Part packen will, aber ich rechne halt nicht damit, dass das irgendwie hinhaut bei Level 6 und 7. So, Lava-Level. Das ist eines der wenigen Level im Spiel, die ich zumindest so im Kopf habe, dass es sich tatsächlich durch Schwierigkeit und nicht durch Frust als schwierig auszeichnet. Wie lebe ich? Man sieht, denke ich, wie das Level funktioniert. Alter, ob du diese... Was soll denn das so? Ich hasse solche Interaktionen, wo man gefühlt durch die Plattform durchfällt. Ah, und ich weiß halt nicht, ob ich den P-Switch brauche. Also, Pilz lohnt sich nicht unbedingt, wenn man in dem Level stirbt, dann in der Regel dadurch, dass man runterfällt. Für den Fall, dass ich von irgendwas getroffen werde, hab ich hier einen Pilz, aber... Irgendwie ist die Stelle jedes Mal zu klaus. So. Feuer. Ich guck erstmal weiter, bevor ich mir hier die Arbeit für den P-Switch mache, den ich am Ende gar nicht brauche. Oh nein, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass es die Dinger in dem Level gab. Das ändert vieles. Die scheiß Dinger ändern Level immer von Grund auf. Ich will erst dich weghaben, bevor ich weitergehe. Oh.
Der Snipe. Okay, schwerste Stelle im Level, jetzt. Der Hinweg ist okay, der Rückweg ist die größte Challenge. Also, geh wieder runter. Oh! Das Level haben wir sehr schnell hinbekommen. Wenn ich jetzt nicht gerade hier noch sterbe, was komplett unnötig wäre, verpiss dich, jawoll! Nur 4 Minuten für das zweitschwerste Level im Game. Ein einziger Fail. Ja, dann machen wir auch wirklich jetzt noch die volle Dröhnung. Irgendwie im allergrößten Notfall, wenn ich für Level 7 zu lang brauche, muss ich das cutten, aber Zeit fürs schwerste Level im Game. Und die Feuerblume ist hier gleichzeitig Fluch und Segen. Ihr seht, weshalb. Die schießen drei willst du mich verarschen? Ich glaube, ich habe ein fettes Problem. Weil ich einfach festhänge? Wieso reicht meine Sprungkraft nicht? Was soll das? Ist das gerade ein Troll? Sehr schön, dass ich mein Item dafür jetzt opfern musste. Jetzt kommen noch diese Dinger. Ich hab verloren wahrscheinlich. Ich bin jetzt in so einer Scheißsituation. Falscher Tritt kann einen so zerstören in dem Level. Und jetzt kommt halt gerade so der Bereich, in dem die Feuerblume Fluch und Segen ist. Ich lebe. Junge! Seht ihr diese abgecrackte Scheiße? Das schafft man doch nicht. Ich glaube, man sieht, warum dieses Level das schwerste im Game ist. Weil das absolut unfair ist. Oh, ich sehe schon. Hä? Ja, geil. Ich verkacke in diesem Level komplett, weil meine Sprungkraft aus irgendeinem Grund einfach die Hälfte der Zeit nicht ausreicht. Genau. Fall in die eine Scheißlücke rein. Genau das brauche ich. Ich habe echt das Gefühl, in dem Level... Ach, Scheiße, verfehlt. Als ob ich gehittet werde, aber die Scheiß plant nicht. Hier komme ich nicht einfach durch. Ich glaube, ich habe verloren. Chillig. Hier, und das soll man noch No-Hit machen? Okay, einer weg ist, glaube ich, wichtig. Stirb. Mach mir nur so viel frei. Was? Das ist lächerlich. Ich hab's geschafft und dann... Das ist lächerlich. Wir hatten's. Wir hatten's geschafft, aber das Spiel sagt nein. Und jetzt haben wir wieder die tolle Situation. So, das
Aufwacher. Ich bleib dabei, in dem Level ist Tempo wichtig. Je mehr man zerstören lässt von den Scheißpflanzen, desto mehr ist man am Arsch. Geil! Geil! Danke! Gott, Alter, ich hab das Gefühl, ich stell mich eigentlich richtig gut an dafür, wie dieses Level ist. Aber die letzte Starcoin geht dann noch so lächerlich schief. Ja, verloren so ziemlich. Eine Feuerblume ist so wichtig, um hier gut durchzukommen. Gerade jetzt. Diese Stelle ist ekelhaft. Ohne Schwung kommt man halt literally nicht weit genug. Ey, komm, was war das für eine Hitbox? Das hier ist die Stelle, wo die Feuerblume am wichtigsten ist, in meinen Augen. Und wir haben keine, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, und jetzt, weil ich wahrscheinlich gefühlt hier eine Sekunde zu lang gebraucht habe, haben wir wieder ein Problem. Danke, dass das Ducken zu spät rauskommt und dass wir tot sind. Ist das noch machbar? Alles klar! Da unten war einfach der unterste Block der Reihe war einfach weg. Wahrscheinlich. Also das ist jetzt wirklich nur noch Betrug. Wie war diese ganze Reihe an Blöcken noch da? Außer dem untersten. Da können die nicht mal hintreffen, die Scheißteile. Da sind eigentlich immer welche. Und vor allem, wenn da keine sind, dann ist die Stelle sowieso fast unmöglich. Dann hat man ja nicht mal Platz, um gescheit zu an der Wand lang zu rutschen. Die schwerste Starcoin im Spiel ist schon, wenn da ein Block ist, komplett hardcore. Und es ist auch so schon die schwerste im Game. Und jetzt muss ich mich treffen lassen, weil da kann ich nicht langsliden. Danke, dass mein Jump rauskommt. Wir haben verloren. Ja. Joke, Mann, was soll denn das? Wir haben gefühlt jedes Mal das Level so ziemlich geschafft. Und dann passiert sowas. Alter. Ach, dieses Mal werde ich da getroffen, gut zu wissen. Das Level inzwischen so raus im Prinzip. Ja, und dann das. Ich komme halt so easy bis zur dritten Starcoin, aber da komme ich dann einfach nicht weiter. Oh, das war schön. Endlich. Es hat gar nicht mal so lang gedauert. Keine 10 Minuten, wenn ich das richtig sehe.
weil ich jedes Mal so durch das Level durchgespeedet bin. So, dann finishen wir es jetzt auch noch. Level 8 ist relativ entspannt. Und verpiss dich, Toad. Dich brauch ich hier jetzt gar nicht. Boah, aber wir haben's. Junge. Ich muss halt aber auch wirklich sagen, also mir hat das 6. Level in der Welt mit Abstand am besten gefallen. Weil es halt wirklich schwierig, ohne Broken Unfair war. Ich glaube, in irgendeinem dieser Blöcke ist ein Stern drin, aber... Ja, hier gibt's einen Mini-Pilz. Oh Gott! Das hätte schief gehen können. So, hier zur Seite, dann haben wir das erledigt. 2 der letzten 3 Starcoins. Ach, hier gibt's nur mehr Mini-Pilze. Ich hab doch die letzte Passage gönnt mir vielleicht noch was anderes. Sie gönnt einem aber zum ersten Mal den größten Gegner im Game. Warum sind eigentlich überall Waluigi-Logos? Okay, Fokus, damit man da nicht aus Versehen zu hoch springt. Ich glaube, auf diesen Blöcken hier ist man safe. Und kann sich die letzte Starcoin mitnehmen. Ich bild mir ein, hier kommt noch einer. Und damit haben wir es geschafft. Das letzte Level, alle 3 Starcoins. Jawohl. Das war eine schwere Geburt, aber ich habe tatsächlich die ganze Welt 9 in unter einer Dreiviertelstunde geschafft. Du hast alle Sternmünzen in Welt 9 gefunden. Deine Sammlung ist somit komplett. So, dann gucken wir nochmal auf den Titelbildschirm. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich damit zählt noch die Kanonen und sowas nutzen muss. Könnte sein. Ja, ich muss noch die Kanonen nutzen, ansonsten zählt's nicht als alle Exits genommen. Ja, die Folge ist eh schon so lang, das machen wir jetzt auch noch. Wir machen das jetzt hier schon fertig. Ich weiß ehrlich gesagt noch, die Pilzhäuser muss ich aber nicht machen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mir die Videos nochmal angucke. Also wahrscheinlich nicht in näherer Zeit, wenn ich irgendwann Bock drauf hab, dann ja. So. Die Videos kann man sich ja auch mit Starcoins kaufen, nicht sozusagen, das tut man. Und ja, viel zu sagen gibt's dazu nicht. Man kann sich die Videos da kaufen, angucken und einfach genehmigen. Ich glaube, jede Welt hat eine Kanone, oder? Ja, außer die letzten natürlich, wo es keinen Sinn mehr macht. Okay, und die 7. hat auch keine, soweit ich weiß. Aber Welt 1 bis 6 haben Kanonen. Die von Welt 1 haben wir gerade genommen, bringt einen zu Welt 5, nutzt man auch im Speedrun. Die von Welt 2 bringt einen auch zu Welt 5. Ich denke, ich muss nicht erklären, warum man die nicht im Speedrun benutzt. Dann die in Welt 3 und 4 benutzt man logischerweise für den Speedrun genauso wenig.
Weil, ne, sicher, man geht in Welt 5, um dann nochmal zurückzugehen. That's how Speedruns work. Scheiße. Wir rennen in den Gegner rein, perfekt. Ah, das ist ekelhaft. Okay, der hat den Kick da unten eingefroren, was es mir deutlich leichter macht. Ja, die Folge ist jetzt sehr lang, ich weiß. Aber, ja. Das 7. Level in Welt 9 ist halt so eine Challenge. Willst du mich flachsen, oder? Wenn der mich jetzt auch noch genervt hätte, hätte ich losgemusst. So, Welt 3 Kanone haben wir hier. Ich glaube, die bringt einen in Welt 6, würde ich einfach mal schätzen, weil wenn die einen auch in Welt 5 bringt, wäre das ganz traurig. Ja. Allgemein, man muss halt sagen, so die Kanone in Welt 6 zum Beispiel, die bringt einem so viel weniger als die in Welt 1. Die in Welt 1 lässt einen wirklich 3,5 Welten, also die zweite Hälfte von Welt 1 und 3 ganze Welten überspringen. Die in Welt 6 lässt einen irgendwie 1,5 Maximum. Mal, das ist auch schon, obwohl ist das bei der Hälfte von Welt 6 die Kanone ungefähr. Auf jeden Fall, die Kanone in Welt 1 ist so viel effektiver. Och, der auch noch! Also die Kartengegner wollen jetzt auch noch nerven. Digga, dich haben wir gerade schon in deinem Level fertig gemacht in der Spezialwelt. War auch ein Level, war wahrscheinlich... Also wenn ich die Level mal so ranken müsste, mache ich jetzt einfach nochmal zur Beschäftigung nebenbei aus Welt 9. Das erste war simpel, ganz nice. Geh mal ans Telefon, bitte. Die dritte Starcoin war halt wirklich scheiße. Muss man so sagen, die war scheiße, willkürlich. Einfach mal so als Feedback schon mal. Level 2 war ein wundertolles Kurzzeitgedächtnis. Ach, das war ja schon das mit dem Fisch. Das mochte ich. Das mochte ich auf jeden Fall. Das dritte Level war das hässliche Wüstenlevel da. Nee. Das dritte war das mit den Kugelwilli. An sich ganz cool, halt auch relativ nervig. Das vierte war das Wüstenlevel, wahrscheinlich das ekelhafteste. Das fünfte Eislevel, vielleicht das einfachste. Ey, komm! Das Eislevel, vielleicht das einfachste. Sechstes, sehr cool, anspruchsvoll, aber nicht unfair. Das siebte, halt hart, echt hardcore. Wobei man sagen muss, wenn man die letzte Starcoin nicht holt, dann ist es recht simpel. Und das achte ist halt wirklich nur noch zum Ausklingen lassen. Das schlechteste Level in Welt 9 ist für mich das Wüstenlevel. Level 4. Dann würde ich das Eislevel ranken, einfach weil es lame ist. Dann, ich habe schon wieder ein tolles Kurzzeitgedächtnis, wieder. Ich bin so scheiße in sowas. Tatsächlich danach das achte Level, weil auch recht lame. Also haben wir jetzt Wüstenlevel abgeschlossen, Eislevel, das achte Level, dann würde ich sagen, das erste Level ist schlechter als das achte, dann kommt das achte. Und nach dem achten, es fehlt jetzt noch das zweite, das siebte dann als nächstes, dann, dann fehlen auch nun, oder? Warte, habe ich das vierte schon gerankt? Ja doch, das Wüstenlevel habe ich ja gesagt, das ist das schlechteste. Das mit den Kugelwillis. Ich bin inzwischen komplett durch, Alter. Fuck it.
Ich versuche jetzt einfach nochmal von Anfang an kurz aufzuzählen, wie die Reihenfolge ist. Und zwar 4, 5, 1, 8. 4, 5, 1, 8. 3, 7, 3, 2, 6. So, das ist die Reihenfolge für mich. Und damit haben wir auch alle Kanonen abgelaufen. Und alle Geheimnisse in New Super Mario Bros. Wii freigeschaltet. Spoiler, das hatten wir schon vorher. Sind die Geheimnisse irgendwie geheimlich? So, und damit dürften wir dann jetzt den fünften und letzten Stern... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die nicht glitzern, aber ja gut. Ach stimmt, darf man für Glitzern nicht keine Pilzhäuser nutzen? Weil ich habe am Anfang des Games eins gezeigt. Das habe ich aber nicht. Naja, auf jeden Fall sind es 5 Sterne. Wenn es euch gefallen hat, das ganze Projekt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns irgendwann bei einem anderen wieder. Bis dann und ciao.